Hallo, ich habe mal wieder was für euch. Evolve hat sich ja schon längst am Markt etabliert mit seinen Boards. Und die haben sich gedacht, ach komm, rutschen wir mal in den Nischenmärkten rein. Ich habe ja immer wieder mal dargestellt, dass ein paar neue Sachen kommen werden. Und die erste neue Sache ist der sogenannte DNA-Go-Chip. Der ist sehr klein. Hat trotzdem Leistung, das war Facebook. Und was es mit dem Board auf sich hat, was man bei eScrape machen kann, ob der anfängertauglich ist und bla und bli und blub, werde ich euch zeigen. Und zwar mit diesem kleinen feinen Gerät von Lost Vape. Nennt sich Origin mit DNA Go Inside. Und alles andere kommt jetzt. Also entweder bleibt ihr dran, schaut es euch an. Wenn euch das nicht interessiert, dieses kleine, feine Gerät, und schaltet jetzt aus. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte alles fertig gemacht und hatte totale Delays im Ton. Mal schneller, mal langsamer. Also will ich jetzt hingehen und werde das so Stück für Stück machen, um das irgendwie flicken zu können hinterher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fangen wir mal an. Dies ist der Lost Vape Origin. Hier steht aber Orion. Begründung: Orion ist in Deutschland geschützt. Deswegen muss Lost Vape für Deutschland den Origin nennen. Deswegen steht auch in meinem Trailer am Anfang Orion Origin. Nur zur Info. So, wir fangen jetzt mit dem Gerät mal an. Das komplette Gehäuse ist Edelstahl, wunderbar geschliffen. Echt Carbon. Also kein Kunststofffolie oder sonst was, das ist echtes Carbon. Die Knöpfe, Schieber, selbst hier oben der Pott, alles Metall. Der Kunststoff, Lebensmittel geeignet. Hier seht ihr die kleine Airflow. Der Drip-Tip ist nicht abnehmbar. Ja, mach mal den Pott ab. Zeige euch das mal. Hier sind die Kontakte, CE-Zeichen. Hier ist nirgendwo scharfkantig oder dergleichen. Also das ist alles wirklich sehr, 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 sehr gut verarbeitet. Würde Lost Vape alle Modelle in der Qualität machen, ich wäre wunschlos glücklich. Wirklich wunschlos glücklich. Die Pots sind nachfüllbar. Es passen 3 Milliliter rein. Es wird zwei Versionen der Pots geben. Und zwar einmal in Rot. Das ist der 0,25 Ohm. Circa. Wo haben wir denn jetzt einen? Da. Und Grün 0,5 Ohm. Lost Vape sagt der 0,5er. Soll für Maus zu lang sein. Der 025er für Direct Lang. Der Chip oder das Board, wie man es auch immer nennen da soll, darf, kann, erkennt, welche Port-Version drauf ist und dann kann man entsprechend vorher in eScrape einstellen, welche Leistungen bei welchem Port gefahren werden können. Aber das zeige ich euch dann gleich im Anschluss in eScrape. Das ist übrigens die fünfte Pod-Generation. Wir haben, also wir sind die Evolve-Tester, haben viel geprobiert, viel getestet, verschiedene Watten und haben dann die Materialien genommen, die wir als am besten erachtet haben und die werden nun in der Endproduktion reinkommen. Eingebaut soll laut Lost Vape ein 950 mAh Akku sein. Dieser hier, meiner, schafft 880, 890 mAh.
Das Gerät vorher, das war das allererste Gerät, hatte leider einen Akkudefekt. Da war bei 400-500 mAh Feierabend, musste ich dann auch wieder zurückschicken zu Lostwave und zwecks Analyse. Ja, die nehmen jetzt auch wohl die Akkus, die ich jetzt hier in dieser Version drin habe. Das ist die fast fertige Verkaufsversion. Jetzt muss ich gucken, wo Liquid drin ist. Dieser hier. So. Um den Port reinzubekommen, tut ihr hier diesen Schieberegler nach unten ziehen. Port rein, loslassen. Feste. Was ist nun für ein DNA-Board drin? Der sogenannte DNA-Go. Der kann 30 Watt, im Boost maximal 40 Watt. Haut zur Coil bis 15 Ampere raus. Übrigens, Coil ist immer Edelstahl 316L eingebaut. Wie so oft in meinen Videos hört man ein schönes Zwitschern. Dieser Chip oder Board, der Sean, mein Admin aus meiner DNA-Gruppe, meckert immer, wenn ich Chip schreibe. Aber ist für mich Umgangssprache. Egal. Der DNA Go geht von hier bis hier. Ist also wirklich winzig. Hier ist noch mal eine kleine Platine drunter für den Feuerknopf. Der Feuerknopf dient für zwei Sachen. A, drei Sachen, wenn man es so nimmt. Einschalten. B, wenn ich zweimal drücke innerhalb einer Sekunde. Grün. Ich mache nochmal. Sieht man das? Grün am Leuchten bedeutet Akku voll. Grün ist voll. Orange halb voll. Gelb viertel voll. Rot leer. Blinkend rot bedeutet, ich schalte mich jetzt ab, ich habe keinen Saft mehr. Man kann, also nehmen wir anders. In Lostwave ist hingegangen, hat drei Profile erstellt. Für drei verschiedene Leistungen kann man auch separat einen Boost einstellen und so, zeige ich euch auch in eScribe. Und diese wählt man durch diese kleine Select-Taste. So, da fange ich an. Weiß ist die erste Profilstufe, blau die zweite Profilstufe, rot die dritte Profilstufe. So, wenn ich jetzt dampfe, sage, der Zug war jetzt super, tue ich die Select-Taste gedrückt halten, bis die grün wird. Die Farben kann man einstellen, alles hinterher. Nun habe ich Replay aktiv. Dieser Chip ist optimiert auf Replay, deswegen konnte der so wunderbar klein gebaut werden, dass ein Chip auf dem Board, der nur für Replay zuständig ist, und das funktioniert fabelhaft. Das war jetzt schon die dritte Firmware-Version, die wir haben zum Testen, und da wird super optimiert, was natürlich hinterher auch den 75C, 250C in Bezug Replay zugutekommen wird. Hier unten haben wir den USB-Anschluss für eScribe, Akku laden. 1 Ampere wird der Akku geladen mit 1 Ampere, genau. Ja, was soll ich noch zu dem Chip sagen? Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Genau, der Rest erzähle ich dann gleich in eScribe. Ein wunderbares Gerät. Ich mag es. Ich habe immer gesagt, so Portsystem, nee, danke. Aber A, das ist ein DNA. B, liegt das wunderbar in der Hand, weil es nicht groß ist. Es ist wirklich sehr, sehr klein. Die Leistung reicht mir vollkommen aus, also ich muss noch niemals meine Nikotinmenge erhöhen. Ich bin immer noch auf 3 Milligramm, selbst in dem Gerät. Ich bin auch immer roundabout bei 30, 35 Watt, und von daher ist das Ding optimal. Ja, achso, und wenn ihr den ausschaltet, dann ist der nicht wie bei den DNA 75C, 250C, dass der in einem Standby geht oder Deep Sleep, sondern der ist dann ganz, ganz ausgeschaltet.
So. Kauft es euch nicht. Der Preis, zwei von den Pötten, soll um die 10 Euro kosten. Es steht noch nicht ganz fest, der Preis, ja, muss ich jetzt dazu sagen, aber so ungefähr 10 Euro, zwei Pötte. Die halten auch wirklich sehr lange. Das Gerät roundabout 85 Euro. Aber man darf nicht vergessen, wirklich einwandfreie Verarbeitung, das ist super stabil. Also, das sage ich jetzt nicht, weil das von Lost Web ist. Das Gerät habe ich von Evolve bekommen. Ich bin begeistert vom Material, von der Haptik, von der Güte der Verarbeitung. Die haben sich da überschlagen. Lost Web macht das bei allen Mods so. Bitte, bitte, bitte. So, ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. Kauft es euch nicht. Mir ist das scheißegal, wie ihr mögt. Ich werde überlegen, habe ich noch was vergessen? Ihr kennt mich ja, ich bin ja sehr chaotisch. Nö, eigentlich nicht. So, also, Lost Vape Origin, powered by Evolve DNA Go. Ich mag das Ding. Wir gehen jetzt runter in eScribe. So, jetzt sind wir hier in eScribe. Ich klicke Evolve DNA Go. Ich klicke OK. Nun erkläre ich euch mal, wie das funktioniert mit den Pods. Ich habe ja eben gesagt, dass es ein Direct-Lang und ein Mouse-to-Lang-Pod gibt, wobei man kann beide benutzen, wie man möchte. Lost Vape ist hingegangen und hat drei Profile aktiv gemacht. Kann sinnvoll sein, andere möchten aber gern mehr haben, um mehr Steps zu besitzen. Das kann man aber ändern, zeige ich euch jetzt gleich. Erstmal hier, egal ob jetzt bei Direct Lang oder Mouse to Lang, könnt ihr einstellen, erstens welches Profil aktiv sein soll, wenn ihr das Gerät startet. Bei Leistung könnt ihr entsprechend Wattzahlen eintragen, bis 30 Watt. Hier könnt ihr den Boost eintragen. Wenn ihr den Boost auf Maximum macht, dann schafft der Chip oder das Board 40 Watt. Natürlich, wie immer, bei Replay gibt es den Worms-Schieberegler. Ihr könnt hier bei Color die LED-Farben anpassen, genauso wie bei Replay. Könnt ihr dann sagen, wenn Replay läuft, möchte ich blau haben zum Beispiel. Nehmen wir mal das Blau so. Und hier möchte ich gelb haben, wie ihr halt möchtet, ne? So, ihr könnt allerdings auch hingehen und sagen, diese Unterscheidung mit Direct Lang und Mouse to Lang Köpfen möchte ich nicht. Dann geht ihr bei Akkuträger. Hier bei Profile tragt ihr dann 5 ein und hier den Haken raus, dann ist nämlich der Mouse to Lang deaktiviert. Und schon habt ihr nur noch eine Einstellung für alle beiden Pod-Versionen. Und so habt ihr hier jetzt 5 Reiter. Und dann könnt ihr dann schön 16, dann macht man hier dann zum Beispiel 18 Watt, 20 Watt. Hier den Boost könnt ihr dann einstellen, wie ihr möchtet. Zum Beispiel 3, 2, 1. Worms stelle ich jetzt mal auf 3. Ich mache es einfach nur mal als Beispiel, damit ihr das seht. Schick das zum Chip oder Board. Für mich ist es mein Chip. So, bei Einstellung, Stealth, ihr könnt hier einstellen On. Das bedeutet dann, dass die LEDs dunkel bleiben. Ist dann sinnvoll abends beim Autofahren oder so. Könnt es natürlich auch anlassen. Was gibt es noch Wichtiges? Zugbegrenzung könnt ihr einstellen. 5 Sekunden. 10 Sekunden. Also wie ihr möchtet. Mal 6 Sekunden. Wie viel maximal an Wattleistung rausgeht, könnt ihr hier eingeben. Das ist dann inklusive dem Peak. Der zieht aus dem Akku 15 Ampere.
und gibt auch aus 15 Ampere. Die genauen technischen Spezifikationen kommen Evolve-typisch immer sehr spät, von daher kann ich jetzt noch keine Aussage treffen. Widerstand 0,004 stimmt auch. Das ist interessant. Feuern. Knopfaktivierung oder automatisch. Händler bzw. Hersteller können hingehen und sagen, hey, wir möchten DNA Go Boards mit einer Zugerkennung. Wir wollen nämlich keinen Powerknopf. Dann baut Evolve das entsprechend. Und das wird dann natürlich auch automatisch dann aktiviert sein. Ja. Aber der Lost Vape Origin hat das nicht, deswegen Button activated. Der Rest ist egal. Also ganz simpel. Einstellung der Wattleistung, des Boosts, der Farben, Replay Warms, ja, nein, beziehungsweise wie viel. Ob ihr Maus to Lang auch aktiviert haben wollt, so mehr muss man eigentlich nicht einstellen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr simpel. So, ich zeige euch jetzt mal eben, wie Replay aussieht. Einschalten, so. Jetzt gehe ich hin. So. Oh ne, irgendwann war der Nikotinzahl zu hoch. Das muss ich mal eben selber schauen. Ich habe jetzt einfach wild die Farben eingestellt, deswegen weiß ich jetzt nicht, was was ist. Machen wir das mal eben. Grün. Wie ihr seht, unplugged. Was passiert eigentlich, wenn ich den schwarz lasse? Ein Live-Testversuch. So, jetzt guck ich mal. Einschalten. Hm. Ah, dann ist der aus. Okay. Cool. So. Watt im Wattmodus. Ich muss auch sagen, die schmecken sehr, sehr, sehr gut. Wir hatten viele verschiedene Kopfversionen getestet. Verschiedene Wicklungen, verschiedene Watten, japanisch, chinesisch, jungfräulich gepflückt von Elfen etc. pp. Und haben uns dann alle, also wir Tester bei Evolve, für eine Wattart dann entschieden, die am besten den Geschmack rüberbringt. Und die wird auch im Auslieferungszustand eingebaut sein. So, ich schalte jetzt mal Replay ein. Tock, jetzt ist Replay ein. Also, ne? Wattregelung. Wolf typisch wieder. Kein gepulster Mist. Mist wie bei Yihi oder so. Hier sieht man natürlich sehr schön wieder die Unterschiede. Wattregelung zur Replay-Regelung. Zeigt euch also, dass es funktioniert. Natürlich. Moment, zeige ich euch mal eben. Übrigens ist das hier die Version 2.0 SP15.7. Welche Version public gemacht wird, wenn das System ausgeliefert wird, weiß ich nicht. So, weitermachen. Und natürlich gibt es hier wieder mein geliebtes Rauschen, was benötigt wird, damit Replay funktioniert. Wenn ihr pausieren wir mal. Wenn man mal ganz genau hinguckt, da kann man immer sehen,
dass die, ich meine, diese ganzen Kurven hier, die sind natürlich sehr, sehr grob. Sind ja kein Oszilloskop. Aber man kann erkennen, dass immer, wo diese Regelung ist, auch immer da ist, wo die Rauschsignalspitzen laufen. Aber, meine Damen und Herren, Replay ist ja angeblich DC. Ne? Ja. So. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und vergesst nicht, don't give up, Replay.